Willkommen vor den Empfangsgeräten. Ich bin Morgens Jakob von den Frakta und ich bin mit den 1648 30 Jahre Krieg. Tja, York. Viel Spaß. Ich nehme mir jetzt, ein bisschen was weg. Aber da kommt ja Fritz Dietloff, der kann dir was abgeben. Wir besetzen inzwischen halt mal Schwibus, um von dort aus auf Posen vorzurücken. Wegen denen mache ich mir jetzt nicht so die Sorgen. Es ist ein Captain, das heißt, er kann keine Söldner rekrutieren, aber ehrlich gesagt, jetzt aus der Stadt ausrücken, ich weiß nicht recht, ob das so eine schlaue Idee ist. Ich glaube, wir lassen Jürgen da noch ein bisschen drin in Deutschkrone. Sigi kann Bromberg nehmen. Da ist auch mit Vorbeischleichen nicht viel. Das Problem ist jetzt tatsächlich, uns geht jetzt auf der Zielgeraden einfach mal die Kraft aus. Die Polen haben zwar jetzt auch nur noch 4 Städte, was irgendwie lächerlich wirkt, wenn man überlegt, wie viel ich habe. Aber sie machen mit diesen 4 Städten und der typischen KI-Mentalität halt einfach mehr Kohle als ich. Und wenn ich die Stadt verlasse, wird die rebellisch. Mit Rebellen könnte ich leben, mit Grauen. Ich mache mir aber mehr Sorgen, dass er dann zu der Protestantischen Union überläuft und ich dann plötzlich einen Fullstack hinter mir sitzen habe. Aber eigentlich ist die Gelegenheit gerade zu günstig. Die gammeln da eh nur rum. Bisschen Glück rücken die da ein. Das wäre natürlich optimal, wenn die Grauen die Stadt einnehmen würden. Thorn kann ich mir bei Gelegenheit zurückholen. Die Polen müssen weg. Ja, die sind mein Hauptproblem. Das ist die beste Feldarmee, die ich noch habe. Die gammelt da nur rum, das geht nicht. Und die müssen einmärschen nach oben. Die letzte Truppe war, glaube ich, kleiner. Und das war haarscharf. Selbst wenn die Polen weg sind, ist ja immer noch das Problem vorhanden, dass ich einfach mal schlechthin einfach keine Kohle habe. Aber zumindest ist ein bisschen Druck weg. Ja, ich könnte tatsächlich sagen, okay, wir ziehen alles, was wir haben, wieder nach Ostpreußen zurück, geben die Gebiete hier auf, die werden dann rebellisch. Ja, ich gebe also dann erneut die Neumark und Pommern und Pommerellen auf. Gehe auf mein Kerngebiet zurück
hoffe einfach mal drauf, dass meine Gegner, die, in dem Fall wären das die Kaiserlichen in Südpolen, die Protestantische Union in Pommern und Mecklenburg und die Sachsen in Brandenburg, vielleicht ein bisschen Interesse an mir verlieren, zumindest lang genug, dass ich ins Plus komme und mir wieder leisten kann, mal A, mein Gebiet auszubauen und B, wieder sowas wie eine richtige Armee aufzubauen. Das hat ja leider nicht so wirklich funktioniert, mein Plan, dass also, wir durch die Eroberung des Baltikums zu Kohle kommen. Also, das hat zumindest nicht so funktioniert, wie ich mir das gedacht hatte. Naja gut, jammern hilft nicht, wir müssen machen. Dann bombardieren wir sie mal. Wir machen das wieder bei Nacht, damit er hier ein bisschen mehr Sternchen bekommt. Kaiser in die Schlacht. Einheiten! Wartet auf meinen Befehl! Ja, ich würde sagen, vom Wetter her dramatisch genug. Guten Treffer haben eine Kanone anscheinend gelandet. Ein bisschen Glück, wenn sie vom Blitz getroffen. Immerhin stehen die da mit Stahlkappen, also mit stählernen Spitzen auf ihren Stangen da draußen rum, bei Gewitter auf offenem Feld. Ihr kennt das Verfahren, ich witter das hier jetzt gemütlich aus, die Zeit, lasse bombardieren, wir sehen uns am Ende der Schlacht, bis gleich. So, da bin ich wieder, die Schlacht ist fast vorbei. Meine Kanonen haben sehr gut eigentlich reingehauen. Ich fürchte bloß, noch nicht gut genug. Jetzt habe ich meinen General rausgeschickt. Seine Kavallerie ist nämlich komplett abgehauen, nachdem sie von meinem Kanon ziemlich platt gemacht wurde. Und ich habe so ein bisschen die Hoffnung, dass wir es tatsächlich schaffen könnten, die komplett in die Flucht zu schlagen. Okay.
idealerweise, ohne dass mein General von den eigenen Kanonen zermatscht wird. Einfach durch das massierte... Jawohl. Das könnte geklappt haben. Ja. Ja, sehr gut. Und unsere Knete ist wieder da. Jetzt ärgere ich mich natürlich darüber, dass ich... Ja. Nee, das wird nichts bringen. Simon kehrt zurück. Die rebelliert ja nicht instant. Die töten jetzt untereinander sich ein bisschen. Dann könnten wir wieder einrücken. Und wir warten, bis die Truppe, die nach Königsberg marschieren sollte, nach Süden kommt. Die übernehmen Thorn und Simon rückt dann ab. Es waren aber ziemlich wenig Opfer. Immerhin. Der Adelsrat könnte mir doch irgendwie mal so 30.000 schenken. Das wäre doch mal irgendwie geil, oder? Das wäre mal eine Maßnahme. Doch, das machen wir. Ich gebe Thorn nicht auf. Ich würde zwar weiterhin sagen, das ist mit... Das, wo kommt der denn jetzt her? Yes. Und wir haben noch einen General gewonnen. Sau gut. Polnischer General getötet. Das heißt, keiner, der mir vor den Türen Söldner ausheben kann. Dafür haben wir jetzt eine Knittelkopf gekriegt, gefolgt mal von Humboldt. Der kann da jetzt ein bisschen mehr Kohle rausquetschen. Sorry, so muss es. Ah ne, der hat er doch überlebt. Ah ja, okay. Ah ja, aller fort. Ah, was macht denn die Marienburg da? Okay, pass auf, Michel. Jetzt geht's in Eilmärsche nach Süden. Scheißegal. Wollt ihr die Macht des Reiches spüren, dann kommt näher. Ich
Mit ein bisschen Glück nimmt er den Kampf an, weil er auf die Garnison setzt. Ich kann die Garnison und die Feldarmee auf einem Wutsch platt machen und die Stadt im Handstreich nehmen. Das wäre schön. Gucken wir mal. Aber daraus machen wir ein weiteres Video. Handstreich um Posen. Ja, die Schlacht um Posen. Weil gerade eben, ja. Bis gleich. Tschüss.